Ja, das ist ziemlich scheiße gelaufen, dass er gleich da fast eine Kugel in die Fresse bekommen hat. Bam, Alter, das ist aber nicht nett. Komm schon. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Alter, jetzt geht's gegen den Vater. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die Meinen. Was ist hier? Was stand da eben? Okay, dann nicht. Oha. Ja. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Haytham in der Nähe von Objekten kontern. Wir haben nichts getan. Wir unterstützten die Krone nicht. Ey. Wir wollten dem Land einhalten. Bam! Jawohl, ja, voll eins in die Fresse gegeben. Unter uns wären alle Menschen gleich. Versprechen die Patrioten. Bam! Und gleich nochmal. Oh, was war das? Alter Schwede. Uiuiui, das ist aber echt heftig gemacht. Gib auf. Und ich verschone dich. Alter, liegen beide am Boden. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Alter Schwede, ich frage mich, ob man das so entscheiden musste oder ob man auch, naja, also ob man den Vater töten musste, den Haytham, oder nicht. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ach, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg ist herauszufinden. Okay, es geht also noch weiter, offenbar. Plündern wir erstmal den Vater. Oh, schade. Ich wollte den Vater noch plündern. Aha. Ach, schade. Ach, schade. Naja, egal. Sequenz 11 ist beendet. Ich bin gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Sequenz 12 ist ja, vermute ich mal, die letzte. Oh, neue Frisur. Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt.
Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. Okay. Sequenz 12, New York 1782. Oh ja. Charles Lee ist das Ziel. Limit für... Achso. Ich bin heute hier, um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken, der die Welt verändern wollte. Gehen wir jetzt auf die Beerdigung. Er hat sie verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Ha, wie mir alle aus dem Weg gehen. Der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns... Oh. Was nun? Oh, wir haben uns gefangen nehmen lassen. Wann das denn? Er schickte mich fort. Damals in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande. Den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt. Dein Dorf und seine Bewohner. Alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann. Wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde. Erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Die Frage ist jetzt, sollte das so sein? Das kenne ich den ganzen Tag. Oh. Na, wer zuerst? Bam! Oh Mann ey, schlag doch nicht immer die Luft hier. Her damit. Bam! Jawoll. Wieso haben wir jetzt keine Waffen? Ah. Sehr gut. Kann ich hier hochklettern irgendwo? Ja, ich kann nach oben hochklettern. Kann ich nämlich Charles Lee von da oben direkt ins Genick hüpfen. Hoffentlich. Ich bin im Zielgebiet. Spackens. Okay, wieso soll ich die alle eliminieren jetzt? Ist er irgendwo Charles Lee? Hä, ich kapiere das gerade nicht ganz. Fangen wir mit dem an. Zack.
So, Ruhe hier. Oh. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Oh. Dicker Hammer. Mach Matsch. Oh, dann nicht. So, erhalten Waffen eine, okay. Mein Tomahawk. Wie sieht's denn hier überhaupt? Die Pistolen habe ich auch noch, ne? Jawohl. Sehr gut. Oh, da lang muss ich. So, dann schauen wir mal. Mal zusehen, dass wir hier Charles Lee endlich erledigt bekommen. Tja, keine Chance. Bam, bam. Jawohl, ja. So, jetzt will ich mal kurz gucken hier. Ich habe hier doch Geheimeskorte, ne? Schön, dass ihr hier seid. So. Dann gehen wir da doch mal mit Stil rein. Ach, die sehen mich trotzdem. Wollen die mich verarschen? Ich habe hier doch Geheimeskorte. Oder funktioniert das jetzt nicht? Okay. So, so kam ich auf jeden Fall schon mal dran vorbei. Und dann muss ich noch da hinten ganz hin. Okay. Und ab geht's. Jetzt heißt es ein bisschen schwimmen. Warum ist der die Umrandung so rot die ganze Zeit? Hat das einen bestimmten Grund? Ha. Und was ist das da für ein Schiff? Da sind doch Häuser drauf. Ist das ein Schiff? Nee, oder? Alter, die Umrandung geht mir voll auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, das ist so ein Schiffsstadt-Dickster, Bumster, irgendwie. Sieht cool aus. Zerstören wir wahrscheinlich auch noch. So, hier kann ich doch hoffentlich hoch. Nein, natürlich nicht. Kann ich hier denn am Seil hoch? Ja, das geht. So, dann versuchen wir doch mal einen Weg zu finden, wie wir an Charles Lee rankommen. Ach, da am Seil kann ich mich jetzt nicht festhalten. Oh, Mann. Naja, gut. Scheiße, da geht's auch nicht. Aber hier müsste es gehen, ne? Jawohl, wusste ich's doch. Das ist aber grob fahrlässig hier, Planken zu vergessen. An der Wand. Da kann man ohne Probleme dann hochklettern. So. Achso, jetzt muss ich lauschen hier. Ist ja auch cool gemacht. Wir sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Indianer? Oder was ist das? Bitte, wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still und eure Ware ist nutzlos für uns. Aha. Wo sind jetzt Charles Lee? Hier die kleine Pimmelnase. Oh, verdammt, falsche Taste.